Hallo Leute, wir grüßen euch anlässlich unseres 30-jährigen Online-Anniversary-Show-Teils hier im Löwensaal in Nürnberg. Der Soundcheck läuft zu unserer aller Zufriedenheit, ja mehr als das. Wir haben ja noch nie zusammen gespielt mit unseren Gästen, haben den einen oder anderen Song hier schon performt, fühlt sich sehr gut an. When I was a little boy, well, so my mother told me, way, haul away, we'll haul away, Joe. That if I didn't kiss the girls, my lips would all grow moldy, way, haul away. Wie man gut hören kann, bei dieser Online-Show, es ist endlich mal wieder eine Show für uns, 30-jähriger Geburtstag, der muss natürlich gefeiert werden, auch mit einem Konzert. Und für mich persönliches Highlight sind die vielen Gäste, die wir einladen konnten, die wir irgendwie sozusagen mit ins Boot holen konnten. Die vielen Dank an dieser Stelle, die mit Dudelsäcken kamen. Ja? Es ist für mich ein großer Traum, endlich mal Dudelsäcke in der Band zu haben. Manchmal auf CDs hatten wir das schon, aber noch nie live. Und hier im Hintergrund zum Beispiel der Band von Feuerschwanz, saugeil. Hat auch einen Dudelsack dabei. Ich glaube, trotz schwerer Verletzung bläst er dann doch diesen Dudelsack heute, obwohl es der Arzt verboten hatte. Danke an dieser Stelle. The captain's in his cabin, drinking wine and brandy. Way, haul away, we'll haul away, Joe. Woran liegt es, dass wir so geil aussehen? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ihr wieder so ein Hallo Bier Video macht, also jetzt ernst gemeint, dann möchte ich da mitreiten. Ich fürchte, Ben, wir werden sowas nie wieder machen. Scheiße! Ich hab seine Nummer. Ich seine. War wirklich einer der ersten Musiker, die ich kennengelernt habe, der mir seine Nummer anvertraut hat. Ich habe mir gedacht, er kam so an mit so einem Flyer, hat gesagt, ey, ich bin auch in der Band, aber ja, ohne Scheiß. Kamen schon viele, aber er war wirklich überzeugend. Und ich hatte er hatte eine orangefarbene Neon-Weste an. Und seitdem habe ich seine Nummer. Auch der meine. Hast du es je bereut? Nee. Ich glaube, ich habe den Flyer immer noch irgendwo. Echt? Vielleicht, ich glaube, ich muss mal schauen. Way, haul away, the good ship now is rolling. Way, haul away, we'll haul away, Joe. Way, haul away, the sheet is now a-flowing. Way, haul away, we'll haul away. Ich will gar nicht mehr runter hier. Eigentlich hat es sich am Schluss irgendwie dank dieser wirklich energiegeladenen Crew fast angefühlt wie auf einem richtigen Konzert mit ungefähr 10 Zuschauern. Aber die haben eine Stimmung gemacht wie 100. Mit diesem großen, fetten Sound haben wir ein ganzes Jahr nicht gespielt. Kein Publikum, aber wir haben es gemacht. Es ist sehr cool. So, wir sind hier kurz vor Beginn unserer Online-Show. Gleich geht's los. Wir müssen uns noch ein bisschen Mut antrinken. Ja. Und zumindest die Stimmen Denver etwas erwärmen. So ist das. Ja, so ja, das ist es. Genau. Alex, ich freue mich. Freut mich, dass ich da bin. Oh, das ja. Wird, glaube ich, ziemlich cool. Und jetzt viel Spaß. Well, it's all for me grog, me jolly jolly grog. All gone for beer and tobacco. For I spend all me tin with the ladies drinking gin. Far across the Western Ocean I must wander. Das hatte ich noch nie. Solche Art der Verkabelung. Ich bin jetzt Moderator der Show. Und genau. Where are my boots? Me noggin noggin. Komm her, mein Mandalorianer. Ich mach dir die. It was in 1999 in Bonn, in the Harmony, and then I came along and had a few whistles there and was looking for an OD, like a big one, but couldn't play it because it's not like a small one. And then so I demonstrated it. I think a couple of months later I just got asked if I wanted to play on the album. Yeah. So since this album you played about? Yeah. It's my 20th anniversary, so it's 30th anniversary of the band and 20th anniversary for myself playing on the albums. Thank you.
damals hat man doch Briefe geschrieben mit der Hand. Das ist richtig mit Stift und so. 1996 mit Rammstein am Nachmittag. Rammstein am Nachmittag, damals noch relativ, naja, kleine Band nicht mehr, aber zumindest so, dass sie nachmittags um 3 gespielt haben. Wir waren aber noch vorher. Ja, mit 2 Feuerkörben links und rechts, das passt dann. Das war, verglichen mit heute, war die Feuershow noch etwas abgespeckt. Und hier haben wir die Ärzte. 1994 Neumarkt vor der Jurahalle. Und was ich damals sehr beeindruckend fand, Farin Urlaub hat vor der Show sich die Zähne geputzt und wir so Rock'n'Roll und war alles scheißegal. Und der putzt sich als Punker die Zähne vor dem Konzert. Das war für uns völlig unvorstellbar. 1994, Ärzte. Das war aus Japan. Also die Japaner, die denken sich immer ganz unglaubliche Dinge aus. Also wir haben Handtuch mit uns drauf, so Manga-mäßig und so. Wir haben haufenweise Raki-Flaschen und so gekriegt, die wir überhaupt nicht Raki, Sake oder wie das heißt. Dieser Reiswein konnten wir gar nicht mitnehmen, weil wir haben natürlich nur einen Koffer jeder und kann man gar nicht unterbringen. Muss man alle trinken in Japan. Well, I took a... Die Besuch. 27 Jahre im Keller gelegen. Heute nochmal im Einsatz. Und dann Teil unserer Crowdfunding-Aktion. Und das war uns. What's a fella to do? Cause her hair was black and her eyes were blue. It's in den Genen. Prost, Cheerio. Guinness. Apfelschorle. Vorher, oder Seide. Seide. Nee, Apfelschorle. Vorher, vor der Show, ist nur Apfelschorle. Und dann? Apfelsaftschorle. Nein. Das ist Seide. Ich muss sonst immer fahren, deswegen darf ich heute mal was trinken. Ja, ja. Okay. Okay. Das darf. Prost auf euch. Cause her hair was black and her eyes were blue. So I took her hand. Ach, es geht doch nichts über ein gutes fränkisches Bier. Also ein buntes Kompott aus Hopfen und Malz. Gott erhalten. Was ist die Message? Wir müssen doch eine Message finden. Hm. Nee, also einfach nur Trailer. Und gute Nacht sagen. Gute Nacht nicht halt. Auf Wiederhören! Ja, hier im Dubliner klingt der Abend langsam aus. Wir packen zusammen. Es war wunderbar entspannt, muss ich sagen. War gar nicht so klar, dass es so wird. Aber wir haben viele Geschichten erzählt, viele alte Freunde wieder getroffen, überhaupt mal wieder Leute getroffen. Aber war ja alles safe. Und werden noch lange Zeit davon zehren, glaube ich. Jetzt machen wir Feierabend. Tschüss und gute Nacht.